Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck die Deutsche Börse AG. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Deutsche Börse AG wurde 1992 gegründet und ist vor allem ein Börsenmarktplatz, wo Börsenhändler Aktien und viele andere Wertpapiere kaufen und verkaufen können. Zu den wichtigsten Handelsplattformen des Konzerns zählen Xetra und die Börse Frankfurt. Das Unternehmen ist außerdem Herausgeber des DAX. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also die Aktie kommt natürlich aus Deutschland und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 28 Milliarden Euro. Damit ist für mich beides erfüllt und es gibt von mir einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 2,1 auf 3,2 Euro je Aktie angestiegen unterm Strich. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Damit vergebe ich hier ebenfalls einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium, wie groß wäre der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also in der Finanzkrise, da hat die Aktie ca. 80% an Wert verloren und seitdem keinen größeren Einbruch mehr erlitten als damals und hier vergebe ich insgesamt einen Minuspunkt. Dann zum vierten Kriterium, wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und hier die Aktie nach aktuellem Stand in den letzten 10 Jahren ca. 296% zugelegt und das ist eine sehr gute Kursperformance, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Das fünfte Kriterium, wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 bei 96%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von 4% und hier vergebe ich insgesamt 0 Punkte. Das sechste Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? In 2020 gab es hier einen Gewinn je Aktie von 5,89 Euro. Der ist dann im letzten Geschäftsjahr angestiegen auf 6,58 Euro. Und auch für die Zukunft schaut es ja ganz gut aus, zumindest für das aktuell laufende Geschäftsjahr, denn hier erwarten die Analysten momentan einen weiteren Anstieg auf 7,48 Euro je Aktie. Und damit vergebe ich hier insgesamt einen vollen Punkt. Dann zum letzten Kriterium, liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer. Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für 2022 liegt momentan bei 21 und damit noch unterhalb der 30er-Marke. Damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis. Und hier holt die Deutsche Börse AG in meinem Sicherheitscheck insgesamt 4 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten. Und immer der Sicherheitscheck am Lande die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem 7-Punkte-Sicherheitscheck. Und hier landet die Deutsche Börse AG momentan mit den 4 erreichten Punkten hier auf dem 7. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt zum Abschluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer hier im Aktienfinder-Tool. Und hier seht ihr jetzt erst einmal hier anhand der schwarzen Linie den Kursverlauf der Aktie. Warte, jetzt muss ich erst nochmal das wegklicken, das habe ich vorher vergessen. Also hier seht ihr mal den Kursverlauf der Aktie und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie des Verlaufs des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt sehen, dass aktuell der Kurs hier oberhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest überbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war's dann wieder mal mit diesem Video und hier noch zum Abschluss der Hinweis. Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.